Hallihallo, ihr Lieben. Heute geht es wieder um die Modi. Und zwar, warum Modi? Weil es zwei sind, die ich heute näher bringen möchte. Und zwar zum einen der Modus Teigkneten und zum anderen der Modus Turbo. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu dem Modi kommt, was ein Modus ist, was ein Modi ist oder was Modi sind, wie ihr euch euren Bildschirm anordnen könnt, dann schaut gerne in dem Video da oben vorbei. Wir verlinken euch das, weil da ist alles genauestens erklärt. Heute möchte ich euch eben zwei Modi näher bringen. Und zwar anfangen möchte ich mit Teigkneten. Teigkneten ist für mich einer der, glaube ich, wichtigsten oder auch, glaube ich, einer der beliebtesten Modi neben der Waage, weil es sehr viele von euch gibt und das merke ich ja immer wieder bei meinen Kunden, die immer dann starten, das manuelle Kochen startet man sehr gerne mit einem Brot zum Beispiel oder mit einem Rezept von jemandem, wo man immer schon das Brot nachbacken hat oder Brötchen gemacht hat, von der Oma oder aus einem Rezeptheft, dann traut man sich da meist als allererstes ran und startet mit dem Teigkneten. Ihr geht es dann im Endeffekt nur her und wählt den Modus Teigkneten aus. Ihr habt bei jedem Modus immer oben ein kleines I und bei diesem I findet ihr die wichtigsten Infos zu dem Modus. Beim Modus Teigkneten ist ganz wichtig, dass er nicht knetet, wenn der Teig schwerer wie 1,3 Kilo ist. Das heißt, er darf das Gewicht von 1,3 Kilo nicht überschreiten, sonst wird er nicht geknetet. Das ist ihm sonst zu viel. Und er funktioniert nur, wenn die Temperatur unter 60 Grad ist vom Mixtopf. Das heißt, bei manchen Dingen wird vorher was erwärmt etc. und man möchte dann, gibt es raus und möchte nachher da irgendwas, das gibt einen Teig dazu und möchte kneten. Das funktioniert nicht, wenn das Ganze nicht die 60 Grad unterschritten hat. Das heißt, in dem Fall sollte es sein, dass er euch mal anzeigt, Temperatur unter 60 Grad, dann dazen einfach entweder stützen in den Kühlschrank, ich weiß ja nicht, was dann in dem Fall drinnen ist, oder ihr dazen einfach bei mir mit dem Spatel durchmischen und lasst ihn stehen, bis er abgekühlt ist. Genau, und dann ist es so, dass ihr den, was auch noch empfohlen wird, dass ihr eben den Messbecher einsetzt beim Teigkneten. Da geht es einfach darum, dass euch oben nichts durch die Öffnung raushüpft. Der Modus Teigkneten ist für mich aber jetzt gar nicht nur, nur für Teig zum Kneten da, sondern da gibt es so Tipps wie einen Salat, wie einen Eisbergsalat da drinnen zerkleinern durch den Teigmodus oder auch, dass man manchmal, dass ihr durch dieses, übrigens dreht er sich immer fünfmal rechts, einmal links, so wie das jetzt hat, also es ist eine er ändert die Richtung und das macht er, damit er sich den Teig auch immer wieder so nach unten zieht und nach unten holt. Und ahmt so ein bisschen eine Bäckermaschine nach dadurch und die Teige werden wirklich super. Egal, ob das jetzt ein Hefeteig ist, ob das Mürbteige sind, die schnell durchgemischt werden, ob das auch oft schwere Vollkornteige sind, Brotteige, Roggenteige, auch diese klebrigen, völlig egal, einfach wirklich super der Modus. Und oft ist es auch wirklich, dass man den Teigmodus zum Vermischen nimmt, von ein bisschen empfindlicheren Lebensmitteln oder einfach was, was nur schnell durchvermengt gehört. Das heißt, so viel jetzt mal einfach zum Modus Teigkneten. Jetzt schaue ich nochmal auf meinen Schummelzettel, ob ich noch was vergessen habe, aber wie es aussieht, nicht. Weil es geht jetzt auch schon weiter mit dem nächsten. Also wie gesagt, manuell eure Brötchen von einer zum Beispiel Kocheule, nachbacken manuell, wenn ihr kein Rezept habt, sondern nur die Zutaten und ihr wisst aber, wie ihr es machen müsst, einfach auf Teig kneten, erst auf Waage gehen, alles einwiegen, auf den Teigmodus Teig kneten und schon geht's los. Die Zeit einstellen und wichtig auch noch, was mir einfällt, gerade wegen der Zeit, über 10 Minuten ist meistens so, wenn ihr 10 Minuten knetet, sollte es ihm mal dann zu viel werden oder zu lange, es passiert nichts, es passiert auch dem Motor nichts. Er schaltet vorher ab, sagt euch das, dass er einfach jetzt eine kurze Pause bräuchte und dann könnt ihr weiter tun. Wir fallen jetzt gerade zum Beispiel so meine Brioche Burger Buns, also ich habe auch andere mit Süßkartoffeln mal gemacht für euch.
Da wird wirklich oft lang knetet und dann auch oft zweimal hintereinander geknetet. Und da kann euch sowas passieren. Und damit ihr da wisst, wenn das vorkommen sollte, dass da nichts Schlimmes passieren kann, wollte ich euch das jetzt nur kurz noch mit am Weg geben. Das heißt, er kühlt dann, oder er braucht dann einfach ein Päuschen und dann macht er euch wieder weiter. So, dann der Turbo. Wichtig beim Turbo, wenn ihr den aktiviert, er schließt die Ärmchen. Dass einfach ja, da niemand jetzt reinkommt, weil bei Turbo geht er von 0 auf 100. Das heißt, das ist nicht irgendwie so dieses, wie ihr kennt, auf oh, langsam auf Stufe 5 drehen. Oder auch wenn man jetzt von 1 auf Stufe 10 dreht, startet er zwar wirklich schön schnell durch, aber die höchste schnelle Leistung von 0 auf 100, beim Auto wird man das ja auch irgendwie, glaube ich, so, sagt man immer von 0 auf 100 in 3 Sekunden oder so, schafft der Thermomix auch sehr, sehr schnell. Und ihr könnt das wählen von 0,5 Sekunden, eine bis 2 Sekunden. Man kann im Modus natürlich auch ein zweites Mal hintereinander einschalten. Genau, was dann wichtig ist, wenn ihr den Modus dann beendet, ist wichtig, dass ihr aufs Häuschen geht. Beziehungsweise auch, wenn ihr da aktiviert habt, den Modus wieder deaktivieren. Warum sage ich das? Jetzt schalte ich meine Kaffeemaschine aus. Warum sage ich das? Das sage ich euch deshalb, weil ich anfangs, wie der TM6 rausgekommen ist, habe ich immer wieder wirklich Fragen gekriegt zu Hilfe, mein Mixtop, der lässt mich nicht mehr rein. Und dann war für mich eigentlich der einzige Grund, und es hat auch tatsächlich gestimmt, dass der Turbo-Modus aktiviert war. Ich meine, er geht dann zwar, wenn man den jetzt ausschaltet und den Thermomix und wieder einschaltet und bei Null startet, öffnet er sich auch. Aber es ist echt so, achtet darauf, wenn ihr den Turbo-Modus verwendet, die Ärmchen öffnen erst wieder, wenn der Turbo-Modus da deaktiviert ist oder ihr aufs Häuschen gegangen seid. Ihr findet natürlich auch zum Turbo wieder bei diesem i alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks. Schinken, Schokolade kann man zum Beispiel, genau, also das ist jetzt das nächste, wo auch ich dazu komme, was man da tatsächlich super machen kann damit. Man kann grob zerkleinern, zum Beispiel Schinken, schmeißt hier so Scheiben rein und ihr macht einfach grobe Fetzen, also Stückchen drinnen, oder Schokolade, Parmesan, das könnt ihr wirklich auch in kurzer Zeit da drinnen wirklich grob zerkleinern, wenn ihr das gar nicht so ein Pulver zum Feinen oder so haben wollt. Nüsse hacken, zum Beispiel ist so ein Thema, da tastet euch aber bitte dran, weil wenn ihr das 2 Sekunden macht, sind euch die Nüsse schon zu fein. Aber das ist sowas, wo man wirklich definitiv den Modus Turbo verwenden kann dafür. Eignet er sich sehr gut. Und auch, muss ich sagen, was ich ihn liebe, und das sage ich ja bei jedem meiner Kunden kochen her, das nehme ich auch in den Videos immer wieder mal her, war schon auch in meine Tipps und Tricks Videos mit dabei, und das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall nicht vorenthalten, ist, dass ihr diesen Modus verwendet nach Teigen, Aufstrichen, Pasten, also alles, was sich so ein bisschen unterm Messer fängt, weil dadurch habt ihr einfach, ihr nutzt diese Schleuderkraft vom Thermomix durch das, dass es so schnell auf 100 schaltet, vollen Power, haut euch alles unterm Messer an den Mixtopf, nicht alles, aber wirklich sehr, 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 sehr viel an den Rand hinaus. Das heißt, ihr macht jetzt zum Beispiel einen Aufstrich und holt wirklich alles, was geht, so mit dem Spatel raus in der Schüssel und ihr seht aber, boah, da ist noch was, oder auch beim Teig oft, gell? Irgendwie ist da nur einiges da unten. Und bevor ihr dann da so rumfutzeln anfangt, schaltet mal den Modus für 2 Sekunden ein, gern auch hintereinander, ein zweites Mal Turbo 2 Sekunden und schaut euch das mal an, was euch alles am Rand rausschleudert. Und dann holt es ganz einfach wieder mit dem Spatel vom Mixtopfrand raus und gebt es zum Rest in der Schüssel. Und so habt ihr euch wirklich diese Futzlerei gespart. Und macht echt Spaß, also probiert es aus und lasst es mir voll gerne in einem Kommentar wissen, wie es euch gelungen ist und was ihr dazu sagt, beziehungsweise auch, ob ihr das schon vorher gewusst habt oder ob das für euch neu war. Und was mich auch voll interessieren würde übrigens, weil wir gerade beim Thema sind, welchen Modus verwendet ihr am liebsten? Weil vielleicht ist ja doch der ein oder andere von euch dabei und ich glaube schon, die einen Thermomix, bin ich mir sicher, schon recht lange in Verwendung haben, gerne hernehmen, viel hernehmen.
Oder auch die, die ihn gern hernehmen und schon wirklich eine Erfahrung haben, auch wenn sie ihn gar nicht so oft hernehmen. Völlig egal. Gerne, gerne den Lieblingsmodus. Die nächsten Modi, sie werden ja sowieso alle erklärt in nächster Zukunft, alle Modi. Und mich würde das nur sehr interessieren. Wichtig ist auch, dass er eben auch nur unter 60 Grad angewendet werden kann. Das heißt, solltet ihr den gerade vorher heiß benutzt haben, einfach kalt durchspülen. Wäre eine Idee, aber dann braucht man den Turbo jetzt nicht mehr fürs Rausschleudern. Wenn ich jetzt was Heißes drin gemacht habe, und deswegen ist mir noch nie passiert. Aber solltet ihr mal über 60 Grad sein, lasst ihn abkühlen, dann wisst ihr Bescheid, da ist nichts kaputt oder was auch immer, sondern er macht einfach den Modus nicht, wenn er zu heiß ist, der Mixtopf. Und eben auch wieder wichtig, bitte den, den Messbecher unbedingt einsetzen, ist einfach auch nur so ein kleiner Tipp, den man einfach gerne den man eben einhalten sollte. Selbst gesehen, der war bis jetzt geschlossen und öffnet erst, weil ich eben den Modus aktiviert habe durchs Häuschen. So, ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare und für was verwendet ihr den Turbo? Weil vielleicht habt ihr ja noch was für mich, was ich noch gar nicht am Schirm gehabt habe, weil ich kriege von euch wirklich super, super Sachen oft geliefert, wo ich mir denke, wow, eigentlich könntet ihr manche Videos so für mich machen. Aber ja, wie gesagt, Modus Teigkneten, Modus Turbo, sagt mir voll gerne, was ihr diese zwei Modi am liebsten verwendet, ob ihr sie verwendet und wenn ja, für was. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und es geht beim nächsten Mal auch weiter mit den Modi. Ich sage euch jetzt noch nicht genau welche, weil ich muss zeitlich erst schauen, was best gut zusammenpasst. Auf jeden Fall kriegt ihr die weiteren Modi von mir definitiv noch erklärt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit eurem Thermomix und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.